Die letzte. Das ist jetzt der dritte Versuch, die 12. Folge von den Nerdnets aufzunehmen. Herzlich willkommen, ich bin Annette, ich bin der Nerd, ich bin 34 Jahre alt und ich wohne hier mit meinen Kindern, Katze und Hund im schönen Allgäu. Und ja, die Katze war kein Saboteur, der Rest aber schon. Ich hoffe, dass ich es jetzt vielleicht schaffe, Folge aufzunehmen, ohne dass der Hund kläfft, das Kind reinplatzt und ich komplett den Faden verliere, so wie die letzten zwei Mal. Ja. Hier geht es um Stricken, um Wolle, um lauter sowas. Darum, was ich jetzt die letzten anderthalb Wochen oder so gemacht habe. Ist ein bisschen was passiert, nicht allzu viel. Heute ist der 8. August. Es ist schon abends. Ich habe Licht an, deswegen auch diese schönen Schatten. Na, sieht man sie? Ja. Und ich war schlecht vorbereitet, aber jetzt habe ich das meiste schon zweimal gesagt. Mittlerweile geht das mit der Vorbereitung. Ja. Um es gleich vorwegzunehmen, ich habe nichts an meinen Decken gestrickt. Bettdeckenwetter ist gerade nicht und ich habe keine Lust auf Decken und deswegen ist auch nichts dran passiert. Ich habe an was gestrickt, das unbedingt fertig werden musste, also es wollte fertig werden. Und zwar nicht, weil ich es tragen kann. Ich habe nämlich aus DK-Garn, diesem DK-Garn, eine Wollmeise. Die Farbe heißt Törtchen. Ein Kaul gestrickt. Ein Kaul für den Winter natürlich, ganz klar. Der ist ordentlich dick. Aber der wollte unbedingt fertig werden und also habe ich ihn gestrickt. Das letzte Mal, als ihr ihn gesehen habt, war ich da, wo jetzt der Maschenmarkierer hängt, von hier oben runter gestrickt. Das ist ein Rollbündchen, das gehört so. Dann strickt man, also man strickt einen Teil rechts, dann kam zwischendurch immer wieder eine linke Reihe, dann wieder rechts, dann kommen diese verlängerten Reihen. Und das ist immer schön im Wechsel. Wie gesagt, das letzte Mal hier. Ich glaube, es ist auch die Seite, bei der die Rückreihe ist. Ja. Man sieht so ein bisschen den Versatz hier zwischen den Reihen. Hier, seht ihr das? Minimal, also wirklich minimal. Man kann es auch gut verkehrt rum anziehen, ohne dass es irgendjemand auffällt. Jedenfalls strickt man das so weiter und weiter und weiter, eigentlich sechsmal. Ich habe eine Wiederholung mehr gemacht. Und dann kettet man ab. Und theoretisch, also ist eine von zwei Varianten, ist der Kaul dann durchaus tragbar. Ich habe mich aber für die andere Variante entschieden, weil der Teil auch der Teil war, weshalb ich den Kaul überhaupt stricken wollte. Und da war dann ungefähr ein Kilometer Eikord zu stricken, nein, um die untere Rand, um den unteren Rand fertig zu kriegen. Ich zeige es euch mal kurz, so sieht es aus. Ich ziehe es auch mal kurz an, extra für euch, nicht weil es hier so kalt ist, sondern dass man sich es vielleicht mal vorstellen kann. Ja, es passt farblich ganz gut zum Kleid. Ist nicht unbedingt sommertauglich. Ich bin dadurch der Kälte, Klimaanlage und Ventilator sei schuld. Den Ventilator könnt ihr vielleicht auch hören, wenn es ein bisschen faucht im Hintergrund. Manchmal kann man auch den Hund hören. Ich hoffe, da kommen wir diesmal drum rum. Laut Anleitung muss man 5¼ Yards und 1 Yard sind 91 cm oder so. I-Cord stricken, das sind also nicht ganz 5 Meter. Ich habe gute 5 Meter gestrickt. Und dann muss man das so durch diesen unteren Teil hier durchfädeln und im Prinzip eine Art Zopf bauen. Und entweder ist die Wollmeise voluminöser als das Originalgarn, das kann gut sein. Oder ich habe es einfach nicht so straff gemacht wie Mary Ann Lammers. Das ist die Designerin. Jedenfalls bin ich mit meinen 5 oder 5,5 Meter nicht ausgekommen. Ich habe dann noch ungefähr einen Meter nachgestrickt. Ja, war dann auch kein Problem. Also, so sieht es jetzt aus. Das ist eine englische Anleitung, eine Kaufanleitung.
Ach ja, und die Warnung noch. Das hier ist natürlich eine Wollwerbesendung. Ich sage dazu, wenn ich irgendwas geschenkt bekommen habe. Aber die Wollmeise habe ich gekauft und das Muster habe ich leicht vergünstigt bekommen, weil sie zu dem Zeitpunkt 20% oder so auf dieses Muster gegeben hat, was sie ab und zu mal macht. Ja. Damit bin ich jedenfalls fertig und ich freue mich sehr drüber. Schau euch die Farben an. Die sind doch toll. Ja. Also das Törtchen. Und Törtchen, die Färbung habe ich das erste Mal auf dem Memminger Strickrekordversuch gesehen und habe mich spontan verliebt. Obwohl sie eigentlich nicht so meine Farben sind. Das sollte man heute nicht meinen. Ne? Ja, man muss die dann einfach haben. Es gibt manchmal solche Dinge. Und auf dem Memminger Strickversuch habe ich auch, also extra dafür damals, was angeschlagen. Daran habe ich auch weiter gestrickt. Und zwar ist das der Summit von Mandy Harrington. Das ist auch eine englische Anleitung. Die ist kostenlos. Und ich stricke da ganz langsam vor mich hin. Also man fängt, ich habe hier bei diesem gelben Teil angefangen und mittlerweile bin ich so weit. Da war ich beim letzten Mal. Das heißt, ich habe jetzt wie beim letzten Mal auch schon eine solche Biegung geschafft. Das ist nicht allzu viel. Und ich vermute mal stark, dass ich es dann im nächsten Sommer tragen werden kann, weil es ein tolles Sommertuch wird. Gestrickt aus diesem Baumwoll-Acrylgurt-Doppel von Momas Wollwelt. War auch auf dem Strickrekord. Ja, schön zu sehen, dass man auch mal die die Wicklerin von so einem Doppel kennenlernt. Und die Farbe ist Soft Ice. In der Mitte war dieses Gelb, das wir gerade gesehen haben, und dann wird es rosa. Ich bin jetzt aktuell bei zwei Fäden rosa und einem Färben Gelb, ist ein dreifädiger Doppel. Dann kommt so ein lila, blau und dann dieses Grün. Heißt Soft Ice. Und ich glaube, es sind 1000 Meter oder so. Ich habe das ein solches Rapörtchen, also ein Streifen quasi breiter gestrickt, als eigentlich in der Anleitung vorgesehen. Ich denke, es wird trotzdem ein sehr, sehr großes Tuch. Und wenn man es richtig rum zeigt, dann könnte man sich vielleicht auch... Und es ist nicht schwierig zu stricken, es ist nur am Anfang ein wenig schwierig reinzukommen. Wenn da es irgendjemand nachstricken möchte, es gibt auf Ravelry jemanden, der hat sich die Mühe gemacht, den Anschlag quasi zu dokumentieren, mit Fotos, auf Deutsch sogar. Und damit kriegt das jeder hin. Also soweit bin ich. Nächste Woche habe ich Urlaub. Und ich werde zwar den einen oder anderen Ausflug mit den Kindern machen, aber ich hoffe trotzdem, dass ich ein bisschen Strickzeit haben werde. Und dann vielleicht auch mal mehr als nur eine halbe Biegung fertig bekomme. Und was ich auch weitermachen möchte, ich möchte alles weitermachen, ist mein zweites Sommertuch, der knallt. Also in Wahrheit ist er nicht ganz so neongrün, sondern ein bisschen dezenter. Das ist eine Wollmeise, ein Wollmeise Lace-Strang mit 300 Gramm und 100 Gramm haben wir die 500 Meter, glaube ich. Ja, Frühling heißt die Farbe. Und daraus stricke ich ein Tuch, und zwar das Butterflies von Astrid Müller. Das ist eine Kaufanleitung auf Ravelry, auf Deutsch diesmal. Und ich habe das letzte Mal schon gezeigt und mir Gedanken gemacht über mein Maschenbild. Woraufhin mir die Astrid Müller einen Kommentar unter meinem Video hinterlassen hat. Also Astrid, wenn du das siehst, dann sei gegrüßt. Dass sich das normalerweise liebt mit Wollmeise. Danke. Das hoffe ich auch. Genau. Also, das Butterflies. Mal gucken, das ist auf einem 1,50 Meter Seil. Aber es lässt sich nicht mehr gut zeigen, weil es jetzt eher so quallenförmig ist oder zack oder wie auch immer. Es ist zu lang für das Seil und man muss auch aufpassen, dass es nicht runterrutscht. Das wäre sehr schade drum.
Ja, eine Herausforderung für sich. Also, man fängt hier in der Mitte an zu stricken. Hier. Und strickt dann immer in Runden ringsum, deswegen hat man auch so viele Maschen drauf. Auf der einen Seite kommt dieser Schmetterlingsteil, den man jetzt gerade ganz gut sieht. Das sieht man auch, wo ich das letzte Mal war. Ich habe 1,5 Schmetterlinge geschafft. Ich hatte es, glaube ich, 11 Schmetterlinge. Ich hätte es eigentlich mal zählen können. Ich bin jetzt zweimal unterbrochen worden. Ich glaube, ich habe jetzt 11 Schmetterlingsreihen fertig. Ich denke, ich werde noch 2 machen. Da ist noch viel, viel Wolle da. Und dann kommt noch der Rand drumherum. Auf der unteren Seite ist nur glatt rechts mit diesen Lochreihen, die so ein bisschen wirken wie so eine leicht ausgestellte Jacke, wenn man das so umhängt. Das finde ich sehr, sehr hübsch. Ja, wie gesagt, also da hoffe ich, dass sich das Maschenbild legt, aber wird schon, denke ich. Und strickt das so vor mich hin. Wenn man mal den ersten Schmetterlingsrapport geschafft hat, dann ist es auch sehr einfach zu stricken. Also eine Anleitung brauche ich schon lange nicht mehr. Es wird dann erst wieder interessanter, wenn es interessanter. Also es wird, ich werde sie wieder brauchen, wenn es der Rand, wenn ich zum Rand komme. Aktuell stricke ich einfach vor mich hin, immer in Runden. Ich möchte nicht wissen, wie viele Maschen ich aktuell auf den Nadeln habe. Ich bin mittlerweile auch über die Zahl raus, die man eigentlich strickt. Man strickt das ja eigentlich mit ein wenig dickerem Garn. Ich habe mich für die Wollmais entschieden, weil ich ein Sommertuch haben wollte, das ist relativ dünn. Also habe ich natürlich mit der Wollmeise den Vorteil, dass ich alles aus einem Strang stricken kann und nichts vernähen muss, außer Anfang und Ende. Ist schon schön. Und da hat sie einfach die Lauflänge sehr, sehr gut gepasst. Bedeutet aber, dass ich mit ein wenig kleineren Nadeln stricke. Das sind jetzt 3,5er Nadeln statt 4er oder so. Und dementsprechend ein bisschen mehr stricken muss, um auf die gleiche Größe zu kommen. Ja. Wird heute kein langer Podcast. Ich habe nämlich nur noch ein Projekt, das ich zeigen kann, und dann ist auch schon das Strickige vorbei. Und das ist auch was, das ihr schon kennt. Ich habe mich zurückgenommen mit neu anschlagen. Ich hätte es so gerne, aber ich möchte das Butterflies unbedingt fertig bekommen, noch in diesem Sommer, wenn es irgendwie geht. Und ich muss vor allen Dingen jetzt mich ranhalten und dieses weiterstricken. Wie habe ich euch das letzte Mal auch schon gezeigt? Das Bündchen, also das letzte Mal hatte ich das Bündchen geschafft und das war's. Und ich habe euch auch gezeigt, dass es eine sehr zweidimensionale Angelegenheit ist. Man strickt also hin und zurück. Eine 2D-Socke gewissermaßen. Und nein, das ist nicht das Einzige, was ich geschafft habe. Das hier ist die zweite Socke. Die erste Socke ist fertig. Normalerweise stricke ich 2 zusammen, also 2 gleichzeitig. Das habe ich nicht gemacht, weil ich mir nicht sicher war. Es ist eine merkwürdige Konstruktion, man kann es ja schon erahnen. Und das wollte ich einmal ausprobieren. Das sind die Socken, die ich für das Sockenwichteln stricke, für die Jenny Ruschinski. Hier auf Facebook eine Sockenwichtelgruppe. Da mache ich dieses Mal mit und ich habe ein Wichtelkind zugelost bekommen. Ich verrate jetzt nicht, welche Größe die Socken haben. Ich zeige es ja hier. So, das, was ihr jetzt hier seht, das ist das, was auch hier ist. Das ist der Rücken, das Rückenteil von der Socke. Hier. Die Socken heißen Sockstrap von General Hogbuffer. Es ist eine englische Anleitung. Sie ist nicht anfängertauglich. Schwierig ist sie nicht, aber ich würde sie jetzt keinem Anfänger empfehlen, aber ich glaube ehrlich gesagt eh nicht, dass mich irgendjemand schaut, der noch nie gestrickt hat. Und wenn man schon mal gestrickt hat, dann schafft man es auch. Man strickt also von hier oben, ne, Marsch das runter. Und das macht man bis zum Boden, zur Ferse. Und macht dann auch das Käppchen hier unten. Und dann nimmt man auf der Seite auf und strickt dieses bunte Band. Das sind 6 Reste. Unter anderem dieses, das ist der Rest hier, dann kommt ein Weiß und ein Rest Wollmeise, aber ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Und eine zweite Wollmeise, Rosenrot, Blondröschen, irgendwie so. Das, was hier sehr weiß aussieht, ist eigentlich ein helles Rosa, aber das
glaube, das habe ich drüben gelassen. Und dann als letztes noch dieser lila Ton. Hörst du jetzt mal auf zu knurren, Hund? Der Hund, den du da siehst, das bist du selber im Spiegel. Ja, also es wird hin und her gestrickt. Ja, so. So und so und so. Und dann schlägt man hier oben nochmal Maschen an und strickt immer hin und her und arbeitet dabei diese Maschen einfach ab. So ein bisschen Colorwork. Muster vorne und hinten, also dieses, was heißt Cable auf Deutsch? Ach, Zopf. Also dieses Zopfmuster ist sehr, sehr einfach. Und da braucht man nicht wirklich eine Anleitung. Man kann natürlich auch was anderes machen, das sagt er auch ganz klar. Und ab dem Zeitpunkt, wo man dann quasi hier ist, ist es eine ganz normale Socke mit Zwickel und Bändchenspitze, bis man vorne ist. Das muss ich fertig machen bis Samstag in der Woche. Heute ist ja Mittwoch. Das sollte ich gut schaffen. Und dann muss ich es natürlich verschicken an meine Wichtelkinder. Ich hoffe, sie passen. Ich hoffe auch, sie gefallen ihr. Ja, die Wolle ist von Supergarne, die Aktivwolle. Und wie gesagt, 6 Reste. Man kann das auch aus was Selbstmustern anstricken, dann ohne diesen Colorwork-Teil, sondern da streift sich dann einfach das Selbstmustern der andersrum. Krankenwagen haben wir auch dabei, hervorragend. Leuchtet ja heute. Ja, genau. Also eine Socke habe ich, zweite fehlt, der Kaul ist fertig. Und ansonsten ist nicht viel passiert. Ach Mensch, Hund, komm her. Sorry. Also das war es an Strickigen. Am letzten Sonntag von der Woche. Sonntag von der Woche, ja. War ich in Illerbeuern bei der Kuckelstube zum Stricken. Also Strick- und Spinntreff, eher einmal im Monat. Und da saß ich neben der Evelyn Puppenhexler auf Instagram. Wer mich sucht auf Instagram oder sonst irgendwo, er findet alle meine Daten in der Infobox, genauso wie die Verlinkung zu allem, was ich hier irgendwie gezeigt habe. Und die Evelyn und wer noch? Ich weiß nicht, wer Daniela hieß sie, glaube ich. Die haben sich von der Anja zeigen lassen, wie man mit der Handspindel spinnt. Und weil, glaube ich, Evelyn nicht so begeistert war von dem ganzen Prozedere, hat sie ihrer netten Nebensitzerin, also mir, einen Kammzug vermacht und den möchte ich euch nicht vorenthalten. Das hier ist der Kammzug, der ist genauso bunt, wie er auch in echt ist. Schön weich, noch nicht versponnen offensichtlich. Ja, den habe ich geschenkt bekommen. Aber nicht als Werbung, sondern einfach so. Da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Also danke Evelyn dafür. Den werde ich bei Gelegenheit verspüren und vielleicht wird es mein erstes Navajo-verzwirrendes Projekt, das ich jemals auf dem Rad habe. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, aber die Farben, also muss man schon Navajo verzwirren, oder? Um den Farbverlauf zu erhalten. Da bin ich wirklich gespannt. Ansonsten habe ich ein Paket bekommen, das kann ich euch aber noch nicht zeigen. Mein Wichtelpaket, das ist erst am Samstag aufpacken. Vielleicht nehme ich das Ganze ja auf und schneide es dann in die nächste Folge rein. Und ich habe ein bisschen Anleitungen geshoppt. Lasst mich mal schnell schauen, was ich alles gekauft habe. Zum einen habe ich auch vom Wichtel, also ich bin in der Ravelry-Gruppe und da ist Sommerwichtel angesagt. Es geht hauptsächlich um einen Strang Wolle und ein bisschen was zu essen und zu trinken, also Tee, Kaffee, was Süßes oder was Salziges. Irgendeine Kleinigkeit. Ich erzähle nicht, was ich eingepackt habe. Das mache ich vielleicht beim nächsten Mal, wenn mein Wichtelkind es aufgemacht hat, weil noch weiß mein Wichtelkind nicht, also wer seine Wichtelmama ist. Also werde ich es jetzt auch nicht erzählen. Ich das darf
am Samstag genauso raten wie ich auch. Und dazu hat auch gehört, dass man eine Anleitung verschenkt, die der andere in der Wunschliste hat. Und ich habe die Anleitung Shape of Color bekommen. Ich habe jetzt hier mein... Kann ich das zeigen? Ich suche das jetzt mal. Hier das? Das ist ein Tuch. Ich glaube, es ist Brioche. Mit drei Farben. Ja, da freue ich mich sehr. Das Ziel ist, dass man dann entweder die Anleitung bestrickt bis zu einem gewissen Zeitpunkt oder alternativ die Wolle oder beides. Weiß noch nicht. Das ist ein sehr, sehr großes Tuch. Da freue ich mich drüber. Das habe ich also geschenkt bekommen. Auch nicht als Werbemaßnahme, sondern im Rahmen von diesem Wichtel. Dann habe ich mir ein Muster gekauft, das ich schon länger haben wollte. Da strickte. Mittlerweile ist sie fertig und es ist wunderschön geworden. Die Helga von der Kumpelstube dran. Ich muss gerade ein schönes. Das war den Bobbles. So sieht er aus. Der hat diese schöne Brioche-Kante und dieses Tuch von der Helga ist so wunderschön geworden. Das ist der Wahnsinn. Andrea Mori hat irgendeine Aktion gehabt. Ich glaube, sie hat Geburtstag gehabt. Und es gab einen ordentlichen Prozentsatz weniger. Da musste ich zuschlagen. Und dann habe ich mir noch eins gekauft. Das heißt eins. Die Skandia von Skandia Netz hat hier einen englischsprachigen Podcast. Und sie hat einen neuen Mittelknopf veröffentlicht. Letztes Jahr gab es den ersten Servo mit dem Club. Der zweite ist jetzt raus und war zumindest die letzte Zeit vergünstigt. Und diejenigen, die den ersten mitgemacht haben, haben es nochmal einen Ticken günstiger bekommen und da konnte ich nicht Nein sagen. Also habe ich jetzt auch diesen mit dem Club gekauft. Noch gibt es genau ein Muster. Ich glaube, 6 werden es insgesamt. Ja. Also das ist meine neue. Was neu eingezogen ist. Genau, also das war es eigentlich am Wolke. Dann freue ich mich sehr, dass sich letzte Woche eine liebe Zuschauerin gemeldet hat, die bei Aktion Wollschlank mitmachen möchte. Ich habe ja eine Gruppe ins Leben gerufen, ich sage es jetzt einfach mal so, um ein paar Kilos vielleicht loszuwerden, sich so ein bisschen gegenseitig zu motivieren. Es funktioniert ganz gut, jedenfalls bei mir. Und ja, also wenn noch jemand mitmachen möchte, einfach melden, wir beißen nicht. Wir versuchen einfach so ein bisschen den Schrittzähler ordentlich auszuführen und vielleicht ein bisschen schwimmen zu gehen. Also ich zumindest, ich gehe sehr, sehr gerne schwimmen. Das ist momentan noch der einzige Sport, den ich mir irgendwie vorstellen kann bei dem Wetter. Und nicht allzu viel Süßes zu essen. Ja. Gucken wir mal. Genau. So, das war es jetzt, glaube ich, auch tatsächlich von mir. Ich möchte das Ganze jetzt nicht unnötig und künstlich in die Länge ziehen. Ich gehe davon aus, dass mir auch keiner böse ist, dass es heute eine sehr, sehr kurze Folge ist. Vielleicht beim nächsten Mal länger, vielleicht auch nicht. Im Sommer ist halt einfach, ja. Also es gab tatsächlich ein paar Tage, an denen habe ich überhaupt nichts gestrickt. Und ich glaube es noch, für das, was passiert ist. Ja, das heißt, ich wünsche euch jetzt eine schöne restliche Woche, ein schönes Wochenende. Ich werde es morgen hochladen, morgen ist ja Donnerstag. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche. Und ja, macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.